Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das hat viele Gründe. Der große Anteil an geförderten und sozialen Wohnbauten ist sicher einer davon. Seit mittlerweile 35 Jahren sorgt der Wohnfonds Wien dafür, dass sich die Stadt nicht nur ständig entwickelt, sondern sich die Wienerinnen und Wiener das auch weiterhin leisten können. Für mich hat der Wohnfonds Wien zwei zentrale Aufgaben. Einerseits ermöglicht er qualitätsvolle, sozialverträgliche Sanierung. Andererseits entwickelt er neue Stadterweiterungsgebiete, wie zum Beispiel das Sonnenviertel oder auch die Beresgasse. Und zwar von Anfang bis zum Ende, vom Baubeginn bis zur Belebung und bis zur ganzen Infrastruktur. Die Arbeit des Wohnfonds beginnt sogar lange vor Baubeginn, nämlich bereits bei der Grundstücksvergabe. Seit 1995 wird jedes geförderte Neubauprojekt in Wien anhand von Qualitätskriterien in einem öffentlichen Bauträgerwettbewerb ermittelt oder im Grundstücksbeirat überprüft. Basis für beide Instrumente ist jeweils das Vier-Säulen-Modell. Das heißt, die Ausgewogenheit der vier Hauptkriterien Architektur, Ökonomie, soziale Nachhaltigkeit und Ökologie steht dabei im Vordergrund und wird von einer interdisziplinär besetzten Jury beurteilt. Außerdem werden in den Bauträgerwettbewerben unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktthemen gesetzt. Die können jetzt technischer Natur sein, energetischer Natur, Thema Mobilitätsaspekte beispielsweise umfassen oder auch gesellschaftspolitische Entwicklungen. Damit versuchen wir sozusagen ein breites Spektrum zu schaffen für die Wohnungssuchenden in Wien. Das Ziel ist dabei nicht nur eine gute Hausgemeinschaft, sondern darüber hinaus echte Quartiersentwicklung. Es geht um das Vernetzen, die Abstimmung und das Zusammenspiel dieser einzelnen Wohnbauvorhaben zu einem funktionierenden, lebendigen Quartier. Positive Beispiele für derartige Quartiersentwicklungen ist sicher die Seestadt Aspern, eines der größten Entwicklungsgebiete in Wien, zum anderen aber auch im 23. Bezirk in der Wiesen Süd, wo es vor allem um die Bespielung der gemeinschaftlich nutzbaren Räumlichkeiten gegangen ist. Aber nicht nur in der Entstehung neuer Wohngebiete, sondern auch in der Sanierung bestehender Wohnbauten leistet der Wohnfonds Wien wichtige Arbeit. Der Wiener Weg der sanften Stadterneuerung ist eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. Ziel ist, zu sanieren, Wohnhäuser zu sanieren unter Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner steht dabei im Mittelpunkt. Übergeordnetes Ziel ist die Erhaltung der historischen Bausubstanz und des Stadtbildes. Der Wohnfonds begleitet geförderte Sanierungsprojekte vom ersten Beratungsgespräch bis hin zur Fertigstellung. Für Hauseigentümerinnen, die ihr Gebäude mit Fördermitteln sanieren wollen, sind wir als Wohnfonds und unsere Mitarbeiterinnen im Wohnfonds erste Kontaktstelle und erste Ansprechstelle, sowohl in der Beratung als auch dann in weiterer Folge in der Umsetzung. Es steht uns eine breite Palette an Förderschienen zur Verfügung, sodass wir für jedes Haus ein maßgeschneidertes Förderungspaket insgesamt anbieten können. Die Bandbreite der möglichen Sanierungen reicht dabei von Einzelverbesserungen wie Erneuerung des Lifts bis hin zu kompletten thermischen Sanierungen und vielem mehr. Der Wohnfonds spielt also sowohl in der Neuschaffung als auch in der Sanierung geförderter Wohnflächen in Wien eine nicht mehr wegzudenkende Rolle. Der Wohnfonds Wien nimmt hier wesentliche Funktion als Drehscheibe und als Koordinationsstelle, vor allem zwischen Bauträgern und Planern, aber auch zwischen Eigentümern und Hausbewohnerinnen ein, genauso mit Magistratsabteilungen und Expertinnen und Experten. Nachdem die Stadt vor allem immer wieder im Wandel sich befindet und dementsprechend auch der Wohnbau immer wieder neuen Anforderungen entgegensteht, ist es wichtig, dass es einerseits eine Rolle der Kontinuität und langfristigen Zielsetzungen gibt, andererseits aber auch die Innovationskraft und das Bestreben, sehr wohl Planungsprozesse, Instrumente der Qualitätssicherungen zu hinterfragen, zu diskutieren und gegebenenfalls anzupassen. Auch Bürgermeister Michael Ludwig, der selbst jahrelang Wohnbaustadtrat war, weiß, wie innovativ der Wohnfonds ist. Das beginnt bereits bei der Grundstücksbevorratung, ein in Europa einzigartiges Instrument für den sozialen Wohnbau. Ja, der Wohnfonds Wien hat sich in den letzten 35 Jahren in zwei großen Bereichen sehr verdient gemacht. Zum einen in der Stadterneuerung. Nicht zuletzt haben wir für die sogenannte sanfte Stadterneuerung die höchste Auszeichnung der Vereinten Nationen bekommen, den sogenannten Score of Honor.
Mehr als 390.000 Wohnungen wurden in diesen 40 Jahren von der Stadt Wien gefördert saniert. Und der zweite große wichtige Arbeitsbereich des Wohnfonds Wien ist die Grundstücksbevorratung für den geförderten Wohnbau. Das heißt, dass zeitgerecht Grundstücke angekauft werden, die den geförderten Bauträgern, auch gewerblichen Bauträgern, für den geförderten Wohnbau zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein einmaliges Instrument europaweit und mit ein Grund, warum Wien eine so erfolgreiche Geschichte im Wohnbau hat und wie ich auch ausgehe, auch in Zukunft haben wird. Der Wohnfonds Wien steht für qualitätvolles, leistbares und soziales Wohnen und ist in Wirklichkeit die Drehscheibe für den sozialen Wohnbau. Und dafür steht der Wohnfonds Wien seit 35 Jahren und dafür wird der Wohnfonds auch in Zukunft mit seinem kompetenten und motivierten Team stehen. Der Wohnfonds Wien prägt das Bild der Stadt seit 35 Jahren maßgeblich mit und wird auch in Zukunft dazu beitragen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt.